Wir haben es jetzt 1 Uhr und ich bin eigentlich nur wach wegen Diablo 4. Wahrscheinlich werden die Server sowieso belastet sein, deswegen machen wir erstmal Folgendes. Und zwar haben es die Monster endlich geschafft, auf die Seite von monsterhunternow.quest zu gelangen. Und darüber müssen wir mal sprechen, von welchen Monstern rede ich hier. Das sind die neuen, der Nergigante, der Silberrattalos und hier irgendwo ist noch die Goldrattian. Und Alter, allein das Betrachten dieser Sets... Es gab die Leaks schon vorher, habe ich nicht gewusst. Ich habe nur die Info bekommen, das kurz recherchiert und man konnte sich die Bilder schon angucken. Und die Gold-Radian-Rüstung sieht auch echt hammermäßig geil aus. Allein für die Optik lohnt es sich schon zu farmen. Hier haben wir auch noch ein Symbol, was ich nicht kenne. Das dürfte neu sein. Carnival 24, ja. Können wir uns alles angucken. Ich zeige euch erstmal die Sachen, worauf ich am meisten Bock habe. Passt mal auf. Ich gehe mal auf Schmieden und als ich mir... die Waffen angeschaut hatte vom Silberrattalos, sind mir die Augen rausgefallen. Ich habe gesehen, es gibt was Neues, nämlich Critical Element. Das ist mein Set, worauf ich Bock habe. Ich habe darauf geachtet, dass ich das so kombiniere, dass ich andere vorhandene Sets nicht irgendwie störe. Weil ihr kennt es ja, man muss immer dann die Gleitsteine hier ein bisschen wechseln. Und das wäre jetzt für mich eine Lösung. Ihr könnt mir gerne eure Varianten reinposten. Ich habe jetzt online auch nicht geschaut, was ist der beste Build. Es ist eh immer schwierig zu sagen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich mag ja den Bogen und ich mag, dass da Schrot drauf ist. Hier sehen wir schon die erste Besonderheit. Schrot 4 bei der Aufladestufe 3 ist sowas von fett. Bisher war es so, dass dann die letzte Aufladung auch nochmal hier eine 4 hat, ist aber nicht der Fall. Warum erwähne ich das extra? Es passiert ja schon manchmal, dass du perfekt ausweichst und du hast schon einmal aufgeladen. Dann kann es passieren, dass der stärkere Schuss schwächer wird durch eine schwächere Variante und du willst das gar nicht. Das ist blöd, sogar sehr blöd, weil wenn du nah... dran bist am Monster und ich mag das, wie gesagt, ich mag Schrot und daraus wird auf einmal durch das Ausweichen ein Perforationsschuss der Stufe 3 ist kacke. Das ist ein bisschen tricky, also man muss schon da versuchen, dass man immer nur diese zweite, dritte Aufladung halt schafft und dann ist fein. Und jetzt gucken wir uns mal das im Detail an. Natürlich Fokus 5 ist ein Must-Have durch den Rajang. Wer den nicht gefarmt hat, für den wird es echt schwierig, das passende Set zu finden. Aber jetzt bin ich doch froh, dass ich hier alles mir schon geholt habe. Die Rüstung ist aufgelevelt. Perfekt. Hier habe ich bereits Feuerangriff 3 drauf. Ist auch perfekt. Das Einzige, was ich nicht besitze, ist das, das und natürlich das, weil es ja neu ist. Critical Element schauen wir uns mal an. Weapons Elemental Attack Power increased by 60%, wenn landing a critical hit. Jetzt ist die spannende Frage aber, wie hoch ist denn unsere kritische Trefferchance überhaupt? Ich schaffe es durch die Gleitsteine einmal Schwächevorteil und einmal kritischer Blick mit drauf zu hauen. Zur Not hier nochmal ein weiteres Mal. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das nicht schlauer ist, es auszutauschen mit irgendetwas anderem, wie vielleicht Salve, weil wir sowieso sehr schnell hintereinander attackieren werden. Warum? Weil der Bonus, es sind ja nur 5%. Jetzt möge man meinen, naja, aber die 10 plus die 20, wenn du die Schwachstelle triffst, sind ja dann auch nur 30%. Ja, aber, oh, es ist ein schönes Aber. Ihr wisst ja, was kommt. Alles vor dem Aber ist ja egal. Wir gehen mal auf Mats. Jetzt passt mal auf, was hier steht. Wir gehen auf Silberrattalos, auf den Bogen. Und seht ihr, was hier steht? 30% Affinität bringt dieser Bogen eh schon mit. Das heißt, wir haben ja schon 60%. Und ob wir jetzt 60 oder 65 haben, spielt, glaube ich, gar keine Rolle. Wahrscheinlich ist es schon schlauer, einmal noch mit Salve drauf zu klatschen. Und der Base Damage ist ja viel, viel höher als mein jetziger vom Angie-Bogen. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass diese Variante, die ist ja gefühlt doppelt so stark wie mein jetziger Angie-Bogen. Das ist übelst krass. Das ist richtig, richtig krasse Scheiße. Also jetzt wäre die Chance... am allerbesten mal zu überlegen, ob man nicht doch auf einen Bogen wechselt, weil die Waffen sind einfach so einladend. Und der braucht nur normale rote Drops? Das glaube ich nicht. Achso, ist der Angie. Oh, ich wollte gerade sagen, das kann ja nicht sein.
Die Mats durften, ja, die kriegen ihre eigenen Drops. Habe ich mir schon gedacht, das dürfte ein sehr zäher Prozess werden. Aber wir gehen es mal durch, warum ich denke, dass es fast doppelt so stark sein wird. Erstens der Grundschaden. Hier komme ich auf 2,6 insgesamt und der ist bei 1,2 ungefähr. Ja, also so 2,7 ist ja der gesamte Schaden. Bei dem ist es schon höher. Da kommen wir auf fast, naja, großzügig auf Runde 2,9. Also sind so 200 Damage mehr und der Elementschaden ist ja hier auch höher. Das heißt 1004, auch wieder großzügig aufgerundet. 50% sind 700, bei 60% dürften wir irgendwo bei 800 rauskommen. Und wenn wir 800 mehr Damage machen, dann ist das ein gewaltiger Unterschied zu dem hier. Und da kommen ja auch nochmal 500 Element-Damage dazu durch die Gleitsteine. Das heißt, der ist dann bei 1,9 und da dann nochmal... Oh, Alter. Das ist einfach krass. Das ist krass. Das ist wirklich krasse Scheiße. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, muss ich mal sagen. Weil die Freude auf Monster Hunter Now, die war ja so ein bisschen weg, aber jetzt durch die neuen Monster ist sie komplett wieder da. Sie ist wieder da. Ich habe so Bock, den zu hunten. Und es ist ja nur eine Waffe. Das Ganze gehen wir jetzt mal durch bei dem Gold Ratian Waffensets. Wir sehen, ist nur sehr, sehr wenig da, aber es ist nicht alles Gift. Auch dieser Bogen ist viel krasser als mein jetziger Pink Ratian Bogen. Wir sind auch hier bei 2800, 2900. Auch hier sind 30% Affinität. Das ist einfach mal... Boah, das ist... Hier sieht man es. Der Unterschied. Und auch dieser Bogen... Ich gehe mal auf Schmieden. Ich habe mir mal ein Set vorbereitet, dass wir nicht lange rumjacken müssen. Einmal laden. Und jetzt passt mal auf, was... Ach nee, das ist mein Giftset. Ich gehe erstmal auf den Bogen. Ich wollte euch unbedingt diesen Bogen zeigen. Danach gehen wir auf das Giftset. Das ist nämlich dann meine zweite Überlegung, die ich anstrebe, es in die Tat umzusetzen. Und zwar hier. Ist Drachenangriff. Jetzt steht hier Giftbeschichtung, was ich komisch finde. Wäre natürlich geil, wenn die Waffe noch zusätzlich Giftschaden machen würde. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Da steht Drachenelement. Und auch hier das gleiche wie bei Silberratalos. Schrot der Stufe 4 bei Aufladung 3. Wobei, ich sage immer eher Aufladung 2, bei einem Kampf lade ich ja nur dreimal auf. Das hier wäre der normale Schuss. Erste Aufladung, zweite und die dritte, die am längsten braucht. Deswegen ist es für mich gedanklich immer eher die zweite Aufladung, auch wenn hier 3 steht. Und das willst du ja haben. Auch hier das gleiche Problem. Daraus wird Perforation, willst du nicht. Und das gibt's ja. Bei dem Pink Ratian Bogen war das ja nicht so. Da musste ich immer dreimal aufladen. Und ich schaffe ja jetzt schon eine Devil Yo der Stufe 9. Relativ ohne Probleme mittlerweile. Und wenn ich jetzt aber ein ganzes Drittel der Zeit einspare, weil ich eine Aufladung weniger habe, der Base Damage schon höher ist und ich quitte, das ist hier genauso krass. Das sind die übelsten Brecherwaffen. Ich kann es nicht anders sagen. Also zumindest die Bögen. Ich weiß nicht, wie es bei den normalen aussieht. Die schauen wir uns auch einmal im Detail an, denn ich habe neben diesen Waffen möchte ich auch gerne das allererste Mal mir ein Gift-Set zusammenbauen. Und da kommt jetzt die Schwert- und Schildwaffe ins Spiel. Die finde ich am allergeilsten für mich. Ich weiß, Mikudo, wenn er noch zuschauen sollte, würde das wieder abhaten. Und ihr wisst ja noch die Aussage, mit Schwert und Schild kriegt man ja eh keine Zehner platt. Ja, genau so ist es. Aber es gibt nur wenig Waffen und vor allem wenig schnelle. Die anderen Waffen, ich komme mit denen nicht so klar. Ich weiß nicht, ob die Energieklinge, war die Energieklinge eine, die man auch zocken konnte? Muss ich mal kurz gucken. Wir haben hier Langschwert, dann Schwert und Schild, Bogen sowieso raus. Das hier ist doch Energieklinge, oder? Und dann haben wir hier noch so eine, ist das Gewehrlanze? Ja, ist die Gewehrlanze. Ja, ist aber jetzt nicht so mein Favorite. Auf Shellschuss habe ich gar keinen Bock, die habe ich noch nie gespielt, von daher kann ich nichts beurteilen. Und hier, glaube ich, sind die Angriffe eventuell zu langsam, deswegen glaube ich, ich weiß es natürlich nicht, bin ja auch nur jemand, der seine eigenen Überlegungen anstellt, das ist eine schöne, schnelle Waffe und es gibt leider keine Doppelklingen, dass man da mit Schwert und Schild gut zum Ziel kommt, oder? Was ist jetzt hier das Besondere? Erstens, die Waffen, die haben Poison Exploit drauf. Poison Exploit ist auch neu,
Damage against Monsters inflicted with Poison increases by 100%. Haha, 100%. Oh, wir machen 100% mehr Schaden. Bei giftanfälligen Monstern kommt doch der Gift-Effekt locker 2, wenn nicht sogar 3-mal, oder? Ist 2-mal nicht normal? Da fehlen mir die Erfahrungswerte. Ich habe bisher mit Gift nicht gespielt, aber ich glaube, es ist möglich, dass du es im besten Fall 3-mal draufprügeln kannst. Und dann steht hier 100%, das ist ja der Base-Damage. Der wird auf 4000 erhöht. Und ich habe ja vorher schon ein paar Videos mir angeschaut, wo Leute 10er-Monster legen, allein mit Giftschaden. So ein Barrett zum Beispiel. Das wäre ja mit der Waffe, wir haben ein deutliches einfacher. Vielleicht überschätze ich das Set aber auch. Aber allein, dass man hier, guck mal, ich habe hier noch nicht mal reingesockelt, weil ich gar nicht weiß, was da drauf kommt. Vom Gefühl her würde ich sagen, macht hier Salve am meisten Sinn. Weil du schlägst ja in einer Tour drauf. Das ist ja ein Vorteil bei Schwert und Schild. Also ich komme mit der Waffe sehr gut klar. Und da sehe ich mich eher Salve hier reinsockeln. Und dann 100% mehr Damage. Dann nochmal mehr Damage durch Salve. Das klatscht übelst rein. Giftangriff auch nochmal. 150 oben drauf on top. Ja, ich bin sprachlos. Ich bin da wirklich sprachlos. Also das sind meine beiden Monster, die ich sowas vom Farmen werde. Überschlagen. Ich gehe nochmal auf die Mats. Ich bräuchte jetzt vom Silberratalos eigentlich nur die Waffe und ein paar Rüstungsteile. 600-700 Stück müsste ich klatschen. Und bei Goldratian, da überschlagen sich ja die Ereignisse, weil ich bräuchte 2 Waffen von der und Rüstungen. Da müsste ich so um die 1200 Monster wegprügeln. Und das wird eine Herausforderung. Und soll ich euch etwas sagen? Finde ich geil. Das finde ich geil, weil es ist ein langer Prozess, den ich hier sehe, der mich über die nächsten Monate beschäftigen wird. Weil die würden nicht immer im Feld sein. Die zu kriegen ist anstrengend. Die Platten zu bekommen ist anstrengend. Oh, aber das werde ich trotzdem grinden. Ich werde die sowas von grinden. So, das erstmal dazu. Dann, was haben wir hier noch? Dann haben wir neue Eventwaffen. Oh, mit Explosion. Ich will das Video aber auch nicht so lange machen. Vielleicht machen wir noch mal eine extra Folge. Also das habe ich gesehen, aber mich damit noch nicht beschäftigt. Ich weiß nicht, ob diese Eventwaffen, die es nur aus ja bestimmten zeitlichen Events gibt, wie die Mr. Beast Waffe zum Beispiel, ob die wirklich dann Endgame-tauglich ist, könnt ihr mir gerne mal berichten. Als letztes schauen wir uns aber noch mal die Nergigante an. Wir gehen wieder hier auf Mats und sehen, Nergigante ist ein Monster. Es gibt Drachenelement. Überall ist auch was drauf. Also jede Waffe ist zu bekommen, würde ich damit sagen. Aber vom Set bin ich jetzt nicht so begeistert. Ich werde Nergigante auch nicht jagen. Und ich weiß noch, wie ich im Vorfeld gesagt habe, ich finde Nergigante ist eines der geilsten Monster. Und den werde ich jagen und hunten. Aber durch die Erfahrungen, dass die Drachenältesten sich ultra schlecht farmen lassen, die sind ja sehr stark limitiert, fange ich von vornherein sowieso gar nicht erst an, den zu jagen. Drachenelement brauche ich eh nicht. Da ist ja Goldratia mit dem Bogen sowieso 1000-mal besser. Und die Sets, ich habe so das Gefühl, dass da gar nicht so viel zusammenbaubar ist. Für mich interessant dürfte die Hüfte sein, weil hier ist nicht die Hüfte, die Beine. Wegen Nachladetempo und Rückstoßdämpfer mit der Nergigante Ability. Sobald die aber drauf ist, tritt der Effekt mit ein, dass der Damage, ich gehe mal davon aus, dass der Base Damage, nicht Element Damage, um 10% steigt. Das heißt, Waffen profitieren von dem Set, wenn du irgendeine spielst, die eben kein Element hat. So ist es ja bei anderen Sachen auch. Das muss man beachten. Das Ganze geht bis zu 20%. Von daher muss man den Nergigante-Effekt gar nicht dreimal haben unbedingt. Und ja, dann könnte ich überlegen, ob ich mir davon was zusammenbaue. Also ich würde eher auf die Beine gehen und von der Waffe bräuchte ich gar nichts. Das heißt, der wird gar nicht das Highlight, obwohl das ja das angeteaserte Monster ist im Karneval-Event. Das nur mal so an der Stelle. Aber wie gesagt, es ist ja ein Austauschen miteinander. Mein Fokus ist definitiv Goldratian und Silberratalos, die Bögen. Und dann gehe ich auf das Gift-Set. Da sehe ich mich, da werde ich Spaß bei haben. Und alles andere blende ich aus. Keine Drachenälteste, da fahre ich lieber weiter Teostra, bis ich irgendwann mal in zig Monaten oder Jahren
ein Explosionsset habe und Ressourcen hast ja eh keine. Das heißt, selbst wenn ich vorhabe, vom Narigante irgendwas zu holen, geht ja eh nicht. Mir fehlen Rüstungssteine und durch die neuen Waffen werde ich auch alle meine Waffensteine ausgeben müssen. Zenny habe ich ungefähr, wenn ich die Sachen noch verkaufe, vielleicht so 800.000, ist aber auch nichts. Bei drei neuen Waffen, die ich vorhabe, mir zu holen, plus Rüstung. Also es kommen coole Zeiten auf uns zu, hoffe ich. Und ich hoffe auch, dass da schöne viele Events mit Gold Ratian und Silber Rathalos in den nächsten Monaten auftauchen. Ach schön, das war's. Jetzt ist Diablo-Zeit. Ich versuche mich einzuloggen. Video kommt morgen. Aber geil. Das habe ich gebraucht. Das ist wirklich so ein Motivationsschub. Und damit euch schöne Woche. Rinnihauen und tschüss.